Die heute angesetzte Abstimmung zum Emissionshandelssystem wird als erste Lesung in den Unterlagen gelistet. Dabei wurde bereits am 8. Juni, also vor gerade einmal 2 Wochen, in einer ersten Lesung im Plenum darüber abgestimmt und mehrheitlich abgelehnt. Wiederholen wir hier neuerdings erste Lesungen so lange, bis das Ergebnis einigen wenigen Personen passt. Meine deutschen Kollegen von der CDU haben dazu ja einiges an Erfahrungen im Köcher. Da sich also das Verfahren zu dieser Verordnung ganz offensichtlich an einem anderen Punkt befindet als angegeben, beantrage ich die Verschiebung zu dieser Abstimmung bis zur Klärung. Andernfalls produzieren wir hier aufgrund eklatanter prozeduraler Fehler ein anfechtbares und damit unwirksames Gesetz, was ich zugegebenermaßen nicht wirklich bedauern würde.